Wahrscheinlich wird jetzt hier direkt vor uns noch so eins sein. Noch so eine Falle. Ja, da ist er auch. Ja, da sind beide Fallen. Wenn man auf beide drauf geht, kommen die von beiden Seiten, zerquetschen ein. Dann ist man wahrscheinlich auf Anhieb tot. Hi. Aber ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Aber ich finde diese Fallen sehr cool. Das muss ich nur mal so nebenbei sagen. Ich finde es extrem cool, halt so erforschermäßig irgendwelche Höhlen zu gehen. Die Dungeons sind echt schön, teilweise mit Liebe gemacht. Hier, das merkt man auch. Und wie aufwendig die hier gestaltet wurden. Und war, bei der Anzahl hätte das auch schlechter ausgehen können, sagen wir es mal so. Also. Was ich damit sagen will. Okay, drei Griffe. Drei Griffe, drei Tore. So, die Button. Warte, ich komme ja theoretisch von hier rein. Komme ich von hier rein? Und sehe, die beiden sind nach links gerichtet und der hier nach rechts. Hi. Komm, das Spinnenweben kaputt machen hier. Kann ich nicht, okay. Wunderbar. Kann man aufmachen. Was ist... Cool. Okay, nehme ich natürlich mit. Die Frage, wie kriegt das Ding denn auf? Verdammt. Das hier. Den hier nochmal zurück. Ne, der ist nur dafür zuständig. Okay, das heißt, mit den anderen beiden Griffen muss es irgendwas auf sich haben. Was sind das für Geräusche? Wie komme ich da rein? Ich verstehe diesen Mechanismus nicht. So, da geht der auf. Ja, super. Was bringt mir das? Und was sind das für scheiß Geräusche? Komme ich da denn rein? Der Knochen gerade gefallen oder was? Wenn ich da dran drehe, kommt da von oben irgendwas runtergefallen. Da! Das habe ich gar nicht gesehen. Was war das jetzt? Eine Eisenrüstung. Mhm. Aber trotzdem geht dadurch ja die Tür nicht auf. Oder ist hier jetzt irgendwie ein versteckter Mechanismus? Glaube ich wohl kaum. Nö. Was ist denn noch so eine Tür? Jetzt ist sie wieder... Hä? Achso, das wäre nochmal... Da ist jetzt noch eins aufgegangen. Kaiserlicher Helm. Also hier gehen ganz viele auf, aber die bringen mir verdammt nochmal nichts. Ist hier auch noch einer? Nö. Jetzt habe ich hier... Mich verarschen. Fuck it. Also der hier ist... Nur dafür verantwortlich, ja? Wenn man den... Okay. Der hier ist nur dafür verantwortlich. Und der hier ist nur dafür verantwortlich. Wie zum Teufel komme ich denn dann bitte weiter? Jetzt kommt der Witz einer ganzen Sache gar nicht. Ja, aber das sieht doch zu... Das sieht doch zu... Dahin geht's doch weiter. Verarscht mich doch nicht. Ich muss da doch irgendwie hinkommen. Ich weiß nur nicht wie. Und das ist genau mein Problem. Ich weiß eben... Oh, aufgepasst auf die Fallen. Ich weiß nicht wie.
Könnte natürlich einfach runterspringen. Ist das da kein Gegner? Sieht aber so aus. Ich quicksave und versuch's einfach. Eventuell kann man das halt nur von einer Seite öffnen. Hey, 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 hier steht doch eh irgendwer wieder auf. Also, was mit dir? Stehst du auf? Nein, du? Auch nicht. Wo zum Teufel? Hat er gerade was getropft? Tatsache, da tropft Blut von der Decke. Oder was anderes, weiß ich nicht. Da tropft's auf jeden Fall. Sehr cool, egal. Wir durchstöbern diese Truhe hier. Ich weiß nicht, was wir hier die ganze für Schätze kriegen. Ich verstehe das nicht. Aber, na gut. Ja, nehmen. Danke. Was haben wir hier für ein Buch? Beschädigtes Buch. Ne, jetzt wollte ich nicht näher. Ich wollte es eigentlich nur lesen. Da sind wir doch. Und wofür? Für nichts. Toll. Ja, für ein bisschen Hängemoos, das war's. Das ist ein Scheißteil hier. Was ist das hier? Warte, hier ist ein Ring. Aha. Ach, super. Der hat jetzt auch gebracht. Was ist hier? Stiefel. Stiefel, Stiefel. Stiefel, Stiefel. Keine besondere Wertzahl. Super. Der Exkurs hat sich ja gelohnt. Achso, da waren wir schon. Das ist das einzige, wo wir noch nicht waren. Ganz unten. Right, right. Gut, dann wiederholen. Dann machen wir das mal schnell, damit wir das auch hier abgeschlossen haben, diese komplette Höhle. Was war das? Nichts. Ich war's nicht. Ich bin's nicht. Scheiße. Frosty, komm mal her. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Was? Habe ich die gerade getötet dadurch? Ne, da ist er noch. Oh, 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 ich weiß nicht, was mein Frosty gerade macht, aber anscheinend kämpft der schon. Oh, das ist ja schön. Ja, weiter, Frosty. Ja, so ist gut, Frosty. Oh, da hat die Ratte schon getötet. Was war das denn hier? Ein blutiger Vampir. Vor denen nehme ich mich seit, hier, Dingens, seit, Oblivion ein wenig in Acht. Ich ein wenig Angst vor Infektionskrankheiten habe hier. In diesem Spiel. Also was heißt hier? Infektionskrankheiten, halt dieses Vampirfluch und sonst ein Scheiß. Alter. Beschädigtes Buch, will ich nicht. Was habt ihr hier gemacht? Glaub's ja nicht. Wie in den Ohren immer das gleiche drin ist. 2 Gold, 6 Gold. Na gut, diesmal sogar ein Amethyst, aber egal. Notiz. Nur Witz. Nein. So. Nein. In die Richtung. Ja. Überall Blut. Aber auch eine Truhe. Senkende Hitze. Schadenspunkte im Brand. Ja, ja, okay, nehme ich mit und entzauber ich nur für euch. Ich weiß, ihr könnt es nicht mit ansehen, wenn ich Gegenstände verkaufe. Deswegen kann ich euch das natürlich nicht antun. Hier steht was von Ausgang. Warum denn Himmelsrand? Nein. Moment mal, ich will erstmal zu der Tusse da unten, wo ich gerade fast war. Irgendwas habe ich da jetzt hier verpasst.
Aha. Nö, falsch. Aha. Ja. Fail. Okay. Komme ich dann nur runter, wenn ich da runter springe? Na gut. Hallo. Hallo? Guck ich da jetzt nicht. Lass mich doch. Lass mich das Ding nicht runter, das ist geil. Komme ich dann jetzt nicht irgendwie runter? Verarsch mich nicht. Ich muss da irgendwie runterkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht wie. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ich weiß nicht wie. Aber wenn ich jetzt hier nicht auf dem Weg irgendwie was finde, dann gehe ich einfach raus. Das müsste ja eigentlich hier links irgendwo sein. Ach! Gott, vergesst es. Okay. Hat sich erledigt. Auf geht's. Nach Himmelsrand. Meruns Dagon ist der Derische. Ach, den haben wir doch getötet, oder? Ja, er trägt die Schuld an der Oblivion-Krise, richtig. Okay, ich immerhin. Wo bin ich denn jetzt? Bist du das oder? Ja, bist du. Was bist du denn? Pferd? Wer sitzt denn da auf dir? Ein Jäger. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Was habt ihr zu verkaufen? Okay. Werf deinen Blick darauf. Moment, irgendwer tötet mich da gerade, glaube ich. Kann ich irgendwas mit dir verkaufen? Ja, Hawker-Zähne kann ich verkaufen. Mammut-Schuss-Zahn verkaufen. Achso, verdammt, die hat kein Geld mehr. Also gut. Sag mal, wer verbrennt mich denn da? Ja, tötet sie. Los, auf geht's. Wo kommt der Feuerathron euch her? Ich merke gerade auch überhaupt nicht, dass Feuer gegen Feuer so das ziemlich Sinnvollste ist überhaupt. Hey. Don't scratch on us. Bitch. Fuck you. Scheiße. Hat doch mehr wehgetan, als ich jetzt gerade erwartet hatte, aber na gut. Zack, zack und heilen bitte. Was? Heilungszauber sieht gefährlich aus, willst du mich verarschen? Gut. Also, wir sind für diesen Part durch. Sehen uns wieder beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß im Video. Euer Hedi.